Waldemar Koslow. Ich komme hier aus Dortmund, trainiere jetzt seit ein paar Monaten hier bei Maldena. Insgesamt trainiere ich schon seit 15 Jahren. Habe mir schon mal quasi als Ziel gesetzt, irgendwann mal 2003 irgendwann mal auf der Bühne so ein bisschen was mitzumachen, aber war irgendwie nicht so richtig motiviert. Und jetzt, wie gesagt, dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, auf jeden Fall sowas einmal durchzuziehen und zu gucken, wenn es mir gefällt, dann mache ich das vielleicht weiter. Muskulatur, ne? Ich kenne dich ja schon ein bisschen. Ja, was gibt's da zu sagen? Außer Lob, ne? Dafür, dass du noch nie was gemacht hast, ist eigentlich eine Schande. Wie das immer vorgehabt, ja. Ja, immer vorgehabt, genau. Das schade. Aber jetzt bist du ja dabei. Ich meine, es gibt kaum was auszusetzen an dir, ne? Also, wie gesagt, das Posen müssen wir noch ein bisschen üben. Genau. Wie gesagt, ich kenne dich ein bisschen, dein Stoffwechsel ist ja auch sehr, sehr gut, sehr schnell. Du schreist ja nur um Kleinigkeiten. Du hast ja diese ominösen 800 Gramm Kohlenhydrate, die sind ja hier scheinbar üblich. Und guck mal, wie er aussieht. Ja, so Muskulatur muss ja natürlich auch versorgt werden. Jetzt, wie gesagt, ich finde eigentlich, muss mal gucken, was die Zeit ergibt mit der Diät jetzt. Das Posen, das kriegen wir auch noch hin. Und dann sehe ich eigentlich nicht wirklich groß was zu verbessern, oder? Jetzt muss man natürlich gucken, bei dir ist natürlich dann das Thema Präsentation und das Thema, was an Muskulatur da ist, stehen sich natürlich komplett konträr gegenüber. Also klar, Muskulatur ist erstaunlich, dass so ein Mensch wie du noch nie den Weg auf die Wettkampfbühne gefunden hat. Ich kenne also Titelträger hier und da, die wären froh, wenn sie ansatzweise die Muskulatur von dir hätten. Ne? Die Sache ist, die ja wirklich intensiv dran üben mit dem Posing. Und vor allem, du merkst es selber, du hast gerade 7 Pflichtposen gemacht und schnaubst wie eine alte Dampflok. Ne? Da muss wirklich intensiv das Ganze geübt werden. Das ist auch so ein Fall, wo ich sagen würde, das ganze Thema Cardio, Blabla und so weiter, ist bei jemand, der ja jetzt schon so einen verhältnismäßig niedrigen Körperfettgehalt hat, gar nicht großartig notwendig. Da ist wirklich intensives Posing-Training angesagt, Pflichtposen halten, durchdrücken, sauber stellen, Lernabstellung halten und zwar länger halten, wie man eben schnell im Spiegel vorne hinten, sondern wirklich mal 5 oder 10 oder 15 Minuten lang mit Spannung auf dem ganzen Körper vor dem Spiegel stehen. Da fällt man so kurz ins Wachkoma und da die Konditionen schon mal ansammeln, die du für einen Wettkampf benötigst. Die Muskulatur, brauchen wir nicht drüber reden. Man sieht, glaube ich, jeder, der sich später dem Video hier ansehen wird. Alter Falter. Mein Name ist Andreas Haverland, ich komme aus Frankfurt an der Oder. Hat also eine 550 Kilometer Anreise heute gehabt. Ja, und möchte heute hier teilnehmen. Okay. Darf man fragen, warum nimmst du so einen weiten Weg auf dich? Ich sehe das als Herausforderung für mich persönlich. Mit 48 Jahren hier nochmal, man hat schon mal davon geträumt, mal Bodybuilding irgendwo mitzumachen, teilzunehmen. Und jetzt habe ich Zeit dafür und jetzt gehen wir es an. Unser erster Mann heute. Ja. Also was mir aufgefallen ist, die Beinentwicklung ist ja schon gar nicht so schlecht. Sieht ziemlich gut aus. Egal, seitlich, vorne, hinten, Beim. Ja, der Beinbizep, gut. Teilung ist schon zu sehen. Okay, die Brust hängt ein bisschen hinterher. An der Arme ist auch noch ein bisschen was dran, aber auch schöne breite Schultern. Wie sieht das aus mit deiner Diät? Hier schon Diät oder ist es Off-Season? Ist noch keine Diät. Wollen wir jetzt anfangen? Ist vorgesehen von 40 Gramm Fett. Also für Off-Season muss ich sagen, ist die Ernährung aber eigentlich Kacke.
Weil 120 Gramm Kohlenhydrate für die Aufbauphase, das ist bei jemand anderem ein gutes Frühstück, oder? Was isst du so? Oh, ich esse schon so um die 800 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Frühstück? Ja, ja. Nee, schon. Also ich verwerte die auch nicht ganz so gut. Ne? Also 800 Gramm so in der Aufbauphase ist für mich vollkommen ausreichend, wo ich dann in der Diät dann doch schon mal bis auf 100 runtergehen muss, weil ich bin doch besser eher ein Proteinverwerter. Nee, bei mir setzt es schnell an. Also ich muss da sehr vorsichtig sein mit Kohlenhydraten. Wobei das Fett ja auch nicht so hoch ist. Also die also Nährstoffe, die quasi Treibstoff liefern, die sind ja bei dir trotzdem relativ gering. Der Vorteil ist, wenn die Nährstoffe hoch sind in der Offseason, dass du in der Diät einfach viel leichter hast, weil einfach mehr da ist, was man streichen kann. Hier sieht es jetzt so aus, also man wird hier gar nicht drum rumkommen, um erstmal hier einen Cut beim Eiweiß zu machen. Ja, weil bei 120 Gramm Kohlenhydrate, wenn du da jetzt 50 Gramm rausnimmst, dann wirst du morgen früh oder spätestens in einer Woche schon Probleme haben, dein Auto wahrscheinlich zu finden. Aber wie lange nährst du dich jetzt schon? Seit 50 Jahren. Ich meine, ich habe schon eine Eiweiß-Diät gemacht, da bin ich mit den Kohlenhydraten komplett auf Null runter. Und da hatte ich dann so um die von 97 Kilo war ich auf 80 runter. Okay, also hast du damit gut abgenommen. Das dann komplett Null Kohlenhydrate. Kommst du klar damit, von Kraft her? Ja, manchmal so eine Phase, wo man dann wobei eine Ketose-Diät funktioniert immer, wollen wir uns darüber vormachen. Eine Problematik bei einer Ketose-Diät ist eben letzten Endes irgendwo immer noch mal aufpassen muss, damit man nicht zu viel Substanz verliert. Ne? Bei dir ist jetzt auch der Punkt gegeben, deine Oberschenkel sehen klasse aus, jetzt schon. Da hast du auch eine gute Härte drin und alles. Aber hat natürlich auch damit zu tun, dass die Oberschenkel ja auch einen ganzen Athleten die ganze Zeit aber bewegen müssen. Das ist so ein Thema, wo Männer meistens etwas einfacher mit haben. Bodybuilder hat ein gewisses Gewicht und wenn die Oberschenkel den alleine ja einen ja ausbewegen müssen, müssen sie ja schon ordentlich was bewegen. Ne? Du hast einen schönen breiten Schultern, du hast einen schönen hohen Brustkasten auch, das sieht man heutzutage relativ selten. Du hast richtig schön Volumen drin, ne? Das wirkt also von der Seite ganz prima. Verkaufst du leider Gottes schlecht in den Posen, aber das sind ja Sachen, die kann man üben. Speziell die seitliche Brustpose, die heute fast jeder nicht so macht, wie es optimal wäre. Körperfett kein Thema, musst du irgendwo runter. Ne? Dann musst du gucken, wie weit es dann mit der Brust noch stimmig wird, ne? Weil da fehlt dir am meisten Substanz, gerade weil du so diesen massiven Knochenbau hast. Ne? Ansonsten für, ich glaube, 48 war richtig, ne? Also für einen jungen Mann von 48, ne? Respekt. Ich bin auch eher so der Meinung, ne? Ich bin sowieso eher so der Typ, so Kohlenhydrat lieber ein bisschen weniger als wie die Proteinmenge. Ne? Aber es ist halt immer jede Person individuell. Ne? Und kenne ich jetzt nicht lange genug, um zu sagen, jetzt wird das klappen bei dir oder das andere. Jetzt muss man probieren. Wenn du sagst, das klappt besser bei dir, ich denke, dann sollten wir das auch so handhaben. Von ein bisschen Fett anheben, nicht ganz echt Fett. Ich denke auch, ein bisschen Fett anheben, allein für die Energie. Ne? Das, also das ist ein guter Energielieferant. Von heute an. Oh, das ist ja immer so Fußballer, ne? Ich hab damit kein Problem. Wie viel wiegst du zur Zeit? 86 Kilo. Ach ja, dann ist mindestens 10 Kilo runter. Eher mehr. Und in 4 Wochen ist das schon ein Stück Arbeit. Ne? Du bist ja noch keine 1,90 groß. Ne? Vor dem Hintergrund ist es schon, dass man da schon rigoros dran gehen kann und sollte. Ne? Wie ist das denn? Hast du dann irgendwie so einen Schummeltag dazwischen oder so, wo du sagst, okay, samstags jetzt zum Beispiel ne, Kohlenhydrate anheben, extrem? Oder? Ich habe da kein Problem mit dem Abnehmen. Also mit den Kohlenhydraten brauche ich nicht. Ich mache das mit, also ich habe es jetzt vorher irgendwie ernährt, hauptsächlich mit Quark, Thunfisch, Bute und Leinöl, das war so mein. Jetzt hatte ich jetzt mal mit Eiweißpulver. Casein und Whey-Proteinpulver, da weiß ich auch noch nicht so richtig, was ist da das Richtige davon. So, also wenn wir uns in diesem 400 Kalorienfenster aber bewegen, habe ich jetzt mal kurz gerechnet, das wären dann 240 Gramm Protein, 0 Gramm Kohlenhydrate und 85 Gramm Fett. 85 Gramm Fett? Ja, dann sind es 400 Kalorien. Weil ich meine, wenn wir von ketogener Diät sprechen, dann sprechen wir von Kohlenhydraten weg, weil wenn wir nun die Hälfte nehmen oder so, dann ist es keine Ketose. Also ein bisschen Fett, da tut man sich manchmal schwer mit, gerade als Bodybuilder, weil man ist auch jahrzehntelang gepredigt worden, ne? Fett niedrig halten, ne? Aber so früher war so die alte Sache, Steak und Eier hat es geheißen, ne? Und da waren natürlich die Eier auch mit bei und die liefern eine Menge Körperfett mit rein. Und so 10 Eier in der Pfanne und mit Eiweiß davon und dann
Wenn, dann sollte man Ei schon voll nehmen, ne? Also nicht jetzt nur ein Ei klar, ne? Also es ist einfach die Sache, ne, dass man dann über diesen, ja, ist ja noch nicht viel 85 Gramm Fett, ne, aber eben, dass man dadurch den Fettstoffwechsel eben zusätzlich am Brennen hält, am Laufen hält, noch ein bisschen Trainingsenergie weiter noch hat, ne? Man muss da natürlich variieren und individuell reintutschen, aber du hast ja gute Erfahrungen damit gemacht, ne? Taste dich da mal vorsichtig ran und in der Tat, man muss schon rigoros rangehen, denn 4 Monate ist jetzt nicht so ein Riesenzeitraum, ne?